Hallo und herzlich willkommen alle miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Isaac am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, wir spielen heute als Eden und eventuell rerolle ich mal einmal kurz ins Bild tippen. Eventuell rerolle ich aus Versehen. Okay, ich rerolle. Das war keine Absicht. Entschuldigung. Okay, wir spielen hier. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das Item gut ist, aber das Item habe ich neu freigeschaltet. Wieso habe ich einen Damage abbekommen? Ah, wegen meinem Schmuckstück. Ich habe diese Samsungs. Komm mal, die Presse. Ja, gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich frage mich, was das, ob das Item irgendwie. Oh nein! Ist das Item gut mit diesem Laser? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Ja, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ja. Hi. wie geht es euch? Okay. Da war meine Stimme ein wenig angeschlagen. Wie geht es euch? Mir geht's gut. Ich hatte eine durchwachsene Woche, habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Es geht eigentlich. Eigentlich bin ich gefühlt auf einem. Also eigentlich fühle ich mich ganz gut. Ich habe immer wieder so kleine Downs noch, wo ich mir denke, hör einfach auf mit allem. So, du wirst eh niemals irgendwas schaffen. Aber ja, keine Ahnung. Das kriege ich auch noch in den Griff. Ja, wenn es nur das ist, dann. Oh, nice. Ein Tier ist ab. Ja, gehen wir weiter. Wenn es nur das ist, ich bin sehr unzufrieden mit der Facecam. Zum einen habe ich das Gefühl, ich sitze hier extrem komisch drin. Man sollte auch nicht so viel Kopfluft haben. Aber wenn ich so mache, dann sieht man auch so viel von meinem Körper. Ich weiß nicht. Und mein Körper ist halt so eine undefinierbare Masse durch dieses schwarze T-Shirt. Und ich habe auch, also ich glaube, egal welches T-Shirt ich anhätte. Ach, weiß nicht, ey. Weiß ich auch nicht. Das ist alles so ein bisschen ärgerlich, wisst ihr. Aber egal. Ne? Das sind ja alles Dinge, ist ja auch eigentlich egal. Eigentlich. Ach, come on. Stell die nicht so an, Cornelius. Ja. Aber ich habe ein, zwei Themen, über die wir auch schon mal geredet haben, die mich aber so krass in der letzten Zeit interessiert haben, dass ich fast daran zugrunde gehe. dass ich eine Lebenskrise dadurch habe. Und darüber würde ich jetzt gerne mal mit euch sprechen. Ja, und zwar, wisst ihr, was crazy wäre, wenn wir Homing-Tiers hätten? Ich weiß nicht genau, wie das dann aussehen würde, aber ich stelle es mir irgendwie schon kurios vor. Okay. Ja, das könnten wir mal mitnehmen. Vielleicht. Na, nee. Ich dachte gerade, das wäre der Sprengler gewesen. Aber war er gar nicht. Egal, ja. Na, oh, ich hatte sogar ein blaues Herzchen. Stimmt, durch das Boss-Item. Der Schnuller gibt mir auch ein blaues Herzchen. Habe ich ganz vergessen. Okay, ich wollte schon wieder depressiv zusammenfallen. Aber zu früh gefrustet. ja, mir geht es noch gut. Ein Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, war ja Technologie. Ja, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, oder? Im letzten Isaac-Part kann das sein. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir im Stream habe ich mir dazu mal ganz viele Videos angeguckt. So Cornel reagiert auf den technischen Fortschritt quasi. Und das Ding ist halt folgendes. Ja, das Ding ist halt folgendes. Es ist halt verrückt. Die Robotertechnik, die momentan existiert und die sich entwickelt, die ist halt komplett verrückt. Und wir begeben uns auf eine Zeit hin, oder... ich glaube, das mache ich. Im besten Fall verliere ich diesen Analogstick und dann... Poisonschuss oder so. Ich würde halt gerne das Tech...
Hä, was macht denn diese Kiste? Macht diese Kiste nicht, dass ich zwei Items verliere und zwei Devil Deal Items dafür bekomme? Ich bin verwirrt. Hä? Warum? Hä? Ich müsste mal googeln. Das ist ja... Ich bin stark irritiert, um ehrlich zu sein. Ich... Hä? Ja, ich will jetzt nicht googeln, weil ich irgendwie... Ich habe immer Angst. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe Angst, dass meine Aufnahme dann irgendwie crasht oder so. Das ist eigentlich... Eigentlich Schwachsinn, aber na egal. Auf jeden Fall, ja. Die Technologie, ne? Was so genau, könnt ihr euch halt selber mal informieren. Es gibt halt Roboter, die... Robotertechnik ist halt unfassbar crazy und die künstliche Intelligenz entwickelt sich halt immer krasser weiter. Und das Ding ist halt, künstliche Intelligenz entwickelt sich halt exponentiell. Ja, also nicht... Es war jetzt sehr lange Zeit, also 1997 hat ja zum ersten Mal ein Computer jemanden im Schach besiegt. Ja, also den weltbesten Schachspieler. Und das war schon so eine kleine Sensation, ja. Aber das Problem bei sowas und das Problem, was man ja immer bei künstlicher Intelligenz hat, ist ja das Thema, okay... Künstliche Intelligenz, schön und gut, aber es ist halt immer nur auf einem Themengebiet, ja. Das heißt, natürlich kann ich jetzt einen Computer so programmieren, dass der alles über Schach weiß, ja, oder dass der halt ganz, ganz viele Millionen Züge analysiert und daraus dann die besten Strategien entwickelt, so, ja. Das ist natürlich möglich. Aber der kann dann halt nicht, der kann dann halt nicht sich bewegen oder der kann dir dann nicht sagen, ob du, wie viel Eier du beim Pfannkuchen brauchst. So, das wird der nicht wissen, weil der sich halt spezialisiert hat, logischerweise. Okay. Und das wiederum bedeutet, ja, okay, künstliche Intelligenz, schön und gut, aber ist ja immer, ne, ist ja nicht so ernst zu nehmen. Ich meine... Der wird halt niemals mein Mind irgendwie übersteigen können, weil ich halt viel komplexer denken kann. Aber es gibt dann auch künstliche Intelligenz, die selbstständig lernt. Und das ist halt komplett crazy. Und wenn sich das weiterentwickelt, in Richtung, also wenn künstliche Intelligenz irgendwann wirklich lernt, wie man sich selbstständig Dinge beibringt, dann ist halt crazy, ne? Also dann... Ja. Dann, was soll ich sagen, ne? Also das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass sofort... Es könnte halt passieren, dass es irgendwann künstliche Intelligenz gibt, die unserem Gehirn... Oder die uns halt einfach outsmartet, so. Die uns halt... Die halt einfach schlauer ist als wir. Und, da gibt es dann verschiedene... Da gibt es dann auch verschiedene Zukunftsaussichten oder Prognosen oder wie man es auch immer nennen möchte. Denn das Ganze ist so, dass man das natürlich für sich nutzen kann. Wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sind, dass wir, dass die künstliche Intelligenz im Grunde alles ersetzen kann, was wir sind oder machen, dann könnten wir halt, dann bräuchten wir halt nie wieder arbeiten als Menschheit. Ja. Sondern jede Arbeit, es würde halt einen Roboter geben, der würde halt backen. Und es würde einen Roboter geben, ich meine, ja, einen Backroboter zu bauen ist wahrscheinlich auch nicht schwierig, ne? Ich meine, da müsste man halt mal gucken, wie das dann so von der Feinmotorik ist. Aber das könnte ich mir vielleicht momentan schon vorstellen, so ohne große Probleme, dass man das vielleicht machen könnte, dass man einfach... nicht mehr selber morgens in der Backstube steht, sondern da ist dann halt ein Roboter und der gräbt sich dann die Zutaten, die man halt präpariert und dann backt er das halt. Ja, ist, ja. Und dann hat man halt einen anderen Roboter oder einen Rauchmelder, der halt automatisch die Sprenkleranlage anmacht, wenn es brennt und dann
haben wir die Probleme, wenn es doch nicht brennt und es geht doch an, dann haben wir den Salat. Ja, never mind. Auf jeden Fall sind wir an einem Punkt, wo künstliche Intelligenz jetzt wahrscheinlich sehr schnell krass wird. Und da gibt es verschiedene Themen. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Es gibt Leute, die sagen... die sagen, dass wir in 30 Jahren circa in der Lage sein werden, komplett künstliche Welten wie sagt man das nochmal? Mir fehlt gerade das Wort. Will ich die Autobatterie haben? Was macht jetzt diese doofe Kiste? Ich habe keine Ahnung. Will ich Pandoras Box haben? Wow. Ja, dass wir halt komplett künstliche Welten erschaffen können. Und es gibt ja auch die Theorie, dass wir selber gar nicht in einer Realität leben, sondern in einer Simulation. Das bedeutet, es gibt die Theorie, dass es halt schon viel, viel höher entwickelte Wesen gibt. Ja, viel, viel höher entwickelt als wir es sind. Und dass die schon die Technologie, die wir gerade quasi erforschen, dass die diese Technologie schon haben. Wow, warum Monstrous Lunge? Also, keine Ahnung. Dass die es halt schon haben, was wir jetzt haben. Ja, fuck my life. Und dass die quasi schon eine Zivilisation oder vielleicht auch mehrere, whatever, simulieren. Und dass unser ganzes Universum quasi nur eine Simulation ist. Und davon gibt es dann wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Simulationen so. Also im Grunde geht es darum, dass wir sowas wie die Sims sind. Nur eben nicht in einem Videospiel, sondern in einer wirklich ernst gemeinten Simulation von echtem Leben. Das ist halt nur eine Theorie. Aber, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, dass wir in 30 Jahren in der Lage sind, solche Simulationen zu erschaffen, was ich halt komplett... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was die damit meinen. Ich meine, erschaffen wir dann sowas wie die Sims, nur dass es wirklich Wesen in dieser Simulation sind, die tatsächlich davon ausgehen, dass sie... Also sind das dann... Das sind ja dann trotzdem Roboter, weil das Ding ist, was ich daran nicht verstehe, ist... Vielleicht kennt sich auch jemand von euch mit dieser Theorie aus... Wenn ich jetzt in der Simulation leben würde, dann würde das ja bedeuten, dass mein Bewusstsein simuliert ist. Aber ich frage mich halt, wie das funktionieren soll, weil ich ja schon zumindest das Gefühl habe, dass ich relativ, dass ich halt eben ein Bewusstsein habe. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich simuliert wäre, dann... Oh, das ist so ein Brainfuck. Dieses ganze Thema ist halt so Brainfuck-mäßig, ne? Ich habe einfach gar keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das ist halt so unfassbar. Das sind so Dinge, wenn ich darüber nachdenke, dann... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Weil... Ja, das Ding ist halt, wir sehen uns Menschen ja als so besonders an. Wenn man das jetzt so sagen möchte. Weil wir ja anders als die Tiere, wie gesagt, unser Bewusstsein haben und so. Und wenn ich aber simuliert bin, habe ich das doch eigentlich gar nicht, oder? Dann ist es ja nur... Also... Ja, es ist halt unvorstellbar. Keine Ahnung. Das ist halt das Problem. Weil wenn ich die Sims spiele, dann hat er ja auch einen freien Willen in gewisser Maßen. Ja, also der kann auch alleine auf Toilette gehen und so. Das heißt, meine Kreatur, die ich da, oder meine simulierte Figur, die denkt ja tatsächlich in irgendeiner Form nach. Aber das ist natürlich alles auch nur computergestützt. Und
diese Figur in den Sims würde ja niemals anfangen, ein eigenes Buch zu schreiben. Also, ja, vielleicht doch, keine Ahnung. Ja, nein, natürlich nicht, aber das würde ja bedeuten, dass wir, wenn wir jetzt eine simulierte Welt erschaffen, dass wir dann einfach Leute erschaffen können, die... dass wir dann halt einfach Leute erschaffen, die halt denken, dass sie echt wären und dann würden die halt quasi, dann könnten wir die halt im, keine Ahnung, könnten wir halt, ja, keine Ahnung, könnten wir dann eine Homo erectus Zeit erschaffen und dann gucken, wie sich ein Homo erectus selber beibringt über wie genau er dann halt Feuer benutzt und sich weiterentwickelt und bla bla bla. Und kann man so eine Simulation dann auch in schnell ablaufen lassen, ohne dass die, also wie schnell läuft unsere Simulation ab? Sind da Leute, die uns gerade zugucken, die das in zehnfacher oder hundertfacher oder tausendfacher Geschwindigkeit durchspielen lassen, um zu gucken, was sich hätte entwickeln können oder so? Und merken wir das nur nicht, weil für uns Zeit halt nicht so funktioniert dann wie für die. Und wenn einer da den Stecker zieht oder den Stromausfall haben, dann müssten wir von heute auf morgen alle tot sein. So, versteht ihr? Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das tatsächlich realistisch funktionieren soll, um ehrlich zu sein. Kein blassen Schimmer. Aber ist eine Theorie. Und wir sollen in 30 Jahren so weit sein, dass wir auch solche Simulationen erschaffen können. Und da muss ich halt sagen, keine Ahnung. Wenn wir in 30 Jahren so weit sind, ja, dass wir künstliche Intelligenzen erschaffen können, die denken, sie hätten ein Bewusstsein, dann werden wir das ja auch nicht nur in der Simulation machen, sondern werden wir natürlich auch einen Roboter erstellen können, der für uns das Haus putzt oder so. Und der auch denkt, er hätte einen, oder vielleicht hat der dann sogar ein Bewusstsein. Das ist halt so die Frage, haben Roboter irgendwann ein Bewusstsein? Wenn ein Roboter weiß, wie er selber lernt, dann wird er sich ja auch selber Gedanken machen können. Ja? Wenn ein Roboter weiß, oder wenn ein Roboter keine Ahnung hat, wie man Pfannkuchen kocht. Und dann sagst du dem Roboter, hallo Roboter, ich hätte voll Lust auf Pfannkuchen. Dann sagt er, okay, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich schau mal nach. Und dann schaut er nach, was Pfannkuchen sind. Und dann müsste er, würde er lernen, wie er Pfannkuchen macht. Und wenn er das kann, dann müsste er auch darüber nachdenken können, ob er das, wie er das findet. Dann, also das muss ja dann auch möglich sein. Und so wie ich das verstanden habe, wird das dann auch möglich sein. Es ist so wahnsinnig verrückt. Und wisst ihr, was das... Okay, aber das ist so nur die eine Sache. Wisst ihr, was ich mir noch über... Oder worüber ich halt noch mir dann den Kopf zerbreche? Fernab davon. Ja, fernab davon. Ob die jetzt irgendwann die Weltherrschaft übernehmen oder so, whatever. Wir werden wahrscheinlich in 10, 15 Jahren keine Taxifahrer mehr haben. Das ist sehr wahrscheinlich. Und das Problem ist, wenn ich so mir die Welt angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die Menschen sich dem bewusst sind. Beziehungsweise, sind wir als Menschheit überhaupt bereit für so eine Veränderung? Ich meine, meine Eltern werden in 10 Jahren auch noch leben, hoffentlich. Ja, also die sind jetzt Anfang, Mitte 50. Das heißt, die werden natürlich noch leben zu der Zeit. Ja, wenn alles gut läuft, und davon gehen wir natürlich aus. Die sind in einer Zeit geboren, in der, ja, keine Ahnung, ich glaube, es gab schon Farbfernsehen, oder? Aber die sind in einer Zeit geboren, wo es drei Programme dann im Zweifel gab. Vielleicht gab es auch noch keinen Farbfernsehen, aber ich glaube schon doch. Müsste es eigentlich schon gegeben haben. Aber ja, die hatten ARD, ZDF und WDR oder so. Und jetzt jetzt ist das Internet und all das. Und vorher auch das Privatfernsehen und so weiter und so fort. Und eigentlich muss es ja jetzt schon für die mega krass sein. Und dann
Und dann ist halt das Ding. Keine Ahnung, sind wir dafür bereit, dass wir wirklich. Ja, das ist die Frage. Ich glaube, ich will es nicht mitnehmen. Dass wir wirklich Taxis und auch Flugzeuge oder vielleicht keine riesigen Flugzeuge, aber es wird wahrscheinlich fliegende Autos geben. Ja, wie auch immer. Das sind dann natürlich keine richtigen Autos, sondern Fluggeräte. Das ist, da, die sind in der Entwicklung. Es gibt solche Prototypen schon. Die sind auch schon angemeldet. Die sind auch schon. Also, es gibt momentan einen Wettbewerb. Ja. Es gibt momentan quasi ein Wettrennen, wer zuerst das fliegende Auto quasi als Taxiunternehmen oder so in der Richtung auf den Markt bringen wird. Ja, also es gibt sowas und das ist, wie gesagt, die sind auch in harter Konkurrenz. Das heißt, da geht es wirklich darum, dass die das auch so bald wie möglich dann in die echte Welt bringen wollen. Es hört sich halt immer alles so an, als ob so komplett retardet wäre, aber das ist es ja nicht. Ja. Mann, was macht denn diese Kiste? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, die Items sind alle scheiße. Und dann geht es ja noch einen Step weiter so. Okay, selbstfahrende Autos gibt es ja auch schon. Das funktioniert alles ganz gut und da muss man vielleicht noch ein bisschen an der Entscheidungsfindung arbeiten und so und bald werden die auch ohne. Also momentan darf, wenn ich das richtig gesehen habe, dann darf momentan noch kein selbstfahrendes Auto alleine fahren. Ja, also ohne Begleitung von einem Fahrer. Wird sich aber auch ändern, ja. Und ja, und dann kommen wir aber auch an so einen Punkt wie zum Beispiel die Schule. Und das war das, was mich am allermeisten brainfuckt hat. Wir werden in der Schule, also wenn ich jetzt, also ganz im Ernst, wir werden in 20 oder 30 Jahren wahrscheinlich auch gar keine Lehrer mehr benötigen. Ja, vielleicht wird es dann noch Lehrpersonal geben oder benötigt, die, also. Ich denke, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn man. Also vielleicht haben wir dann eher Sozialarbeiter in der Schule und Kinder lernen von alleine mit Robotern. Weil warum solltest du einen Lehrer vor die Klasse stellen, wenn es viel bessere, ja, wenn es halt Roboter gibt, die den ganzen Stoff viel einfacher und besser aufbereiten können, so. Ja gut, wenn, in Deutsch, wenn es um Interpretation geht und so, da kann man vielleicht noch, ja gut, wenn die Kinder Probleme haben, Nachfragen haben und so, aber die Frage ist halt, es kann halt sein, dass sich das ganze Konzept ändert, dass Kinder halt nicht mehr eine Aufgabe bekommen und die dann lösen müssen und dafür dann 10 Punkte bekommen, sondern dass Kinder, wie gesagt, über halt einen Roboter. Ja, es ist so schwierig, sich vorzustellen. Aber gehen wir mal davon weg, dass wir nur Roboter als Lehrpersonal haben. Also da gibt es auch schon viele Überlegungen, auch wenn sich das gerade bei mir alles ein bisschen vage anhört oder so, Leute. Ich bin kein Experte, ich habe das nicht studiert. Ich kann euch das jetzt nicht alles so im Detail wiedergeben, dass es sich auch plausibel anhört. Dafür müsst ihr euch dann vielleicht auch selber mal in, selber mal reinhören. Es gibt diese Überlegungen und es hört sich plausibel an, ja. Aber wie gesagt, gehen wir mal davon aus, dass gehen wir mal davon aus, dass es gar nicht darum geht, dass die ersetzt werden, sondern wir brauchen zum Beispiel, oder dass es in der Schule einfach bald auch mal neue Medien gibt. Das bedeutet, dass es keine Tafel mehr gibt, sondern es gibt dann ein elektrisches Board oder so. Dass die Schüler vielleicht keine Hefte und so mehr haben, sondern dass in deren Tischen ein iPad oder ein Tablet integriert ist oder die generell einfach ein Tablet bekommen zur Einschulung.
wo deren ganzes Ordnung, wo die ganze Ordnung drüber läuft. Ich meine, ganz im Ernst, man könnte halt super mega viel Papier sparen, ja. Du bräuchtest nie wieder Papier, du bräuchtest keine Zettelwirtschaft. Ohne Spaß, das Schlimmste in meiner Schulzeit war, Kornel, mach bitte deine Mappe ordentlich. Und ich habe die nie ordentlich gehabt. Ich habe immer schlechte Noten dafür bekommen, wo ich mir dachte, willst du mich verarschen? Es ist ein fucking Ernst, Alter. Ich bin doch keine... Meine Fresse. Ich bin halt kein ordentlicher Junge. Und da kommen wir auch wieder, das ist auch wieder so ein anderes Thema, Jungs in dem Alter, das ist genau wie Schönschrift lernen in der Grundschule. Weißt du, Jungs in der Grundschule sind nicht dafür gemacht, um schön zu schreiben. Das ist sexistisch. Nein, es ist nicht. Es gibt natürlich Jungs, die das können, aber die meisten Jungs oder der überwiegende Teil der Jungs hat diese Grobmotorik nicht, Feinmotorik nicht, dass er schön schreibt. Ja, oder dass er innerhalb von den Linien schreibt. So, und dann kriegen die Jungs nämlich schlechte Noten und werden angekackt für etwas, wofür die gar nichts können, weil es wird, ja, wisst ihr, das ist so, das sind so die Dinge, die mich so unfassbar an der Schule stören. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es tatsächlich, dass wir tatsächlich Veränderungen in der Schule erfahren. Keine Ahnung, da würde mich auch mal interessieren, falls ihr noch zur Schule geht. Ist eure Schule... Oh, willst du? So ein... Oh mein... Ist eure Schule in den letzten 5 Jahren oder so... Ich weiß nicht, wie lange ihr schon da seid. Ist eure Schule... Warum hat es jetzt funktioniert? Was habe ich jetzt verloren? Hey, warum hat es jetzt funktioniert? Hat sich eure Schule technologisierter geworden oder moderner? Moderner ist das Wort, das ich gesucht habe. Oder ist sie immer noch so altbacken? Weil in der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin, ich habe 2010 mein Abitur gemacht, ja? 2010 war die Zeit, da gab es auf jeden Fall schon Internet und wir hatten in der Schule natürlich nur Scheiß-Internet, ja. Wir hatten Computerräume, wo man mal ins Internet durfte, aber das war natürlich auch kompletter Humbug, ja. Die PCs, die wir da hatten, waren aus dem letzten Jahrtausend, Alter, ja. Das waren halt die langsamsten Scheiß-PCs der Welt. Man durfte da auch nicht viel machen, ja. Keine Ahnung. Habt ihr moderne Schulen? Gibt es schon Schulen in Deutschland, die vielleicht nicht mehr auf eine normale Tafel setzen, sondern auf elektrische Boards oder so? Ja, keine Ahnung, das würde mich echt interessieren. Ich habe ja vor 3 Jahren oder so, habe ich Praktikum gemacht in der Grundschule. Ich habe da ja noch studiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dort war... nirgendwo was von Technologie zu sehen, ja. Ganz im Gegenteil. Wir sind ja momentan immer noch so gepolt, was ja auch daran liegt, dass viele Generationen, die zum Beispiel momentan noch Lehrer sind, also, so 20 Jahre älter als ich oder... Ja, ich bin jetzt 27, ja. Es gibt viele Lehrer, die jetzt so vielleicht 2 Jahre jünger sind wie ich und die gerade anfangen, Lehrer zu sein, ja. Gibt es einige. Aber das sind ja auch, ist jetzt auch nicht die alle, also es gibt da viel mehr dazwischen und die ganzen Lehrer, ne, die so 20 Jahre älter sind als ich, die sind gerade mal Mitte 40, Ende 40 oder so, ja, das sind oft dann die Leute, die dann da sitzen, ich meine, okay, vielleicht gehen wir auf die 50er zu, aber ist jetzt schwierig zu sagen, ich will den Leuten, die jetzt 40, 45 sind, ja auch nicht zu nahe treten und sagen, dass das voll die, Hinterwäldler sind, weil... Ja, aber ich glaube zum großen Teil schon. Wie alt sind eure Eltern, Leute? Und sind die mit der Technik vertraut oder sind die eher auch noch so Waldkinder? Weil das ist ja immer dieses Ding gewesen, ne? Es wurde einem immer gesagt, auch mir früher, ganz, ganz oft, ja, unser Eins ist noch im Wald spielen gegangen. Kennt ihr diese... kennt ihr das, wenn die Leute damit ankommen? Wo ich mich dann immer so frage, ja, dann geh doch in den Wald.
Ich war als Kind auch draußen, ja, auf dem Sportplatz und so. Ist ja gar keine Frage, aber ich habe halt auch gerne mal vor dem PC gezockt, so. Und gerade heutzutage, ich meine, ne, wo wir gerade wieder auch dann über solche Dinge reden, E-Sports, ne, nicht anerkannt von vielen alten Menschen, weil bla. Oh. Sehe ich halt schon ein Stück weit problematisch. Ob da überhaupt die Möglichkeit besteht, dass wenn das in 10 Jahren, wenn wir wirklich so weit sind, ob wir dann überhaupt die Leute da haben in aller Vielzahl, die für so einen Umschwung, für so eine Veränderung auch wirklich brauchbar sind. Sind wir eigentlich überhaupt auf diesen Umschwung vorbereitet? Ja, auch gesellschaftlich. Ich meine, wir leben in einer Zeit, Das ist halt immer so, wir leben in einer Zeit, es passiert wahrscheinlich momentan eine Revolution. Nicht nur, also was heißt Revolution? Die industrielle Revolution. Ja doch, man nennt das ja Revolution. Wir leben in einer Revolution, in der technischen, in der Robotertechno-Revolution oder was auch immer. Unsere Welt wird sich ändern. Und damals, die industrielle Revolution hat vielleicht, keine Ahnung, 200 Jahre gedauert oder so, oder 100. Ja, so, weiß ich nicht, wann hat das angefangen? 17. bis 19. Jahrhundert oder so? Oder 18. bis 20. Also frühe 20. Jahrhundert. Ja. Das hat natürlich alles ein bisschen gedauert, ja. Okay. Diese Veränderung war relativ langsam, ja, die industrielle Revolution. Die Leute konnten da so ein bisschen raus und reinwachsen. Das ist halt das ganz große Problem. Wir werden bei dieser Revolution, die uns jetzt bevorsteht, wir werden wahrscheinlich nicht die Zeit haben, dass die eine Generation, die damit nichts zu tun hat, sterben kann in Ruhe und in ihren alten Jobs verweilt und so. Und dass dann die neuen Leute das alles wieder dann übernehmen und dann sich alles ändert, bla bla. Es wird wahrscheinlich so laufen, dass das innerhalb von 10, 20 oder vielleicht nicht 10, sagen wir 20, 30 Jahren sich ganz, ganz viel verändern wird. So, wie genau das vonstatten läuft. Das sei natürlich jetzt erstmal dahingestellt. Es kann natürlich sein, dass das doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man denkt, ja. Da ist man sich auch nicht so komplett einig, weil es gibt halt Leute, die sind sehr, sehr euphorisch, was so künstliche Intelligenz angeht. Die sind der Meinung, ja, im Grunde haben wir heute schon die Möglichkeiten, einen selbstlernenden Computer zu machen, dem keine Grenzen mehr auferlegt sind. Es gibt aber auch dann die Leute, die sagen, okay, Piano, wir können sehr, sehr intelligente Computer erstellen, aber immer nur in Teilgebieten. Wir schaffen es noch nicht, dass Computer wirklich selbstständig sind, ja, eigenständig lernen und ganz viele verschiedene Themengebiete abdecken können. Ja, diese verschiedenen Ansichten gibt es da natürlich. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, fuck my life, Alter, ich bin gerade voll überfordert hier. Dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass dass es doch ein bisschen länger dauert, aber selbst wenn es länger dauert, wird es keine 100 Jahre dauern, sondern vielleicht dann 50, 60 Jahre und nicht 30, ja?
Das ist halt so die Frage. Wenn man sich mal anguckt, ein Elon Musk, ja, der hat ja vor mit seiner SpaceX Firma, mit seinem Weltraumunternehmen da, die möchten 2024, wenn ich mich richtig erinnere, die erste bemannte Rakete Richtung Mars schicken. Sprich, dass da Menschen drin sitzen. Ich meine, entweder 2024 oder 2026. Elon Musk ist dafür bekannt, dass er seine Zeitpläne nicht einhält. Dass er immer ein bisschen zu optimistisch die Zeitpläne fasst und es dann länger dauert. Aber Elon Musk ist auch bekannt dafür, dass die Dinge, die er ankündigt, dass er die durchzieht. Und es ist, wir haben 2018. Stellt euch mal vor, in 10 Jahren gucken wir in die Zeitung und sehen, die Rakete mit, weiß ich nicht, 10 Menschen oder so, ist auf dem Weg zum Mars. Und das, ich weiß gar nicht, wie lange die bis zum Mars fliegen. 2 Jahre oder so? Und das werden wir miterleben. Das wird der überkrankeste Shit der Welt. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, warum machen wir nicht erstmal eine Mondbasis? Warum bauen wir auf dem Mond nicht irgendeine Basis, wo man hin kann? So, wenn man, so dass man, weißt du, wenn es so ein Weltraumhotel ist, wo man dann für ein paar Milliarden oder Millionen gewisse Leute dann unterbringen kann, die dann da halt Urlaub machen. Whatever. Ja, keine Ahnung. Aber wisst ihr, worüber wir da reden? Über was für Ereignisse? Ja? Es ist halt verrückt. Es ist wirklich komplett wahnsinnig, was uns bevorsteht. Und ich weiß halt nicht, ob unsere Gesellschaft dafür gemacht ist, das so richtig zu überstehen vielleicht. Oder ja, keine Ahnung. Ich will das jetzt nicht zu dramatisch klingen lassen, aber ob wir überhaupt die Geschwindigkeit haben, solche krassen Veränderungen vernünftig zu handeln, ja? Weil, was, ganz im Ernst, was haben wir denn in der Politik in der letzten Zeit oder generell, für was ist Politik bekannt? Dass es lange dauert, oder? Also wenn ich an Politik denke, dann denke ich halt immer daran, dass es ewig dauert, so. Ja, was ja auch einerseits vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil ne, wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Dinge passieren, die nicht passieren sollen und so. Aber auf der anderen Seite, wenn die Welt, also wenn auf einmal es Robotertechnik gibt, die billiger ist, sich anzuschaffen, als Mitarbeiter zu unterhalten und die wahrscheinlich auch noch eine bessere Ergebnisse erzielen, dann haben wir ein Problem, wenn auf einmal ganz, ganz viele Menschen arbeitslos werden und es kein Konzept dafür gibt. Ja, das ist immer der Punkt, wo das bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel kommt, ja, wo viele Leute sagen, ja, das ist doch eh Schwachsinn oder die Leute sind nur faul. Aber, und das ist so das Ding. Wisst ihr, es ist sehr wahrscheinlich, es kann sehr gut passieren, dass wir in eine Welt steuern, wo der Mensch gar nicht mehr arbeiten muss. Wo jeder von euch nicht mehr arbeiten muss. Weil er frei ist, indem, weil die Arbeit halt gemacht wird automatisch. Und dafür muss es ja ein Konzept geben. Und das ist das könnte die goldene Zeit werden. Weil jeder sich dann so engagieren kann, wie er das will. Weil wir dann so viele Ressourcen zur Verfügung haben, diese Welt zu einem guten Platz zu machen. Wenn du keine Angst haben musst, dass du deinen Job verlierst oder so. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, wie das finanziell dann alles hinhaut, aber ja. Deswegen, es ist halt gar nicht abzusehen, was diese, was in den nächsten 20, 30 Jahren passiert. Es ist nicht abzusehen. Es ist einfach nicht abzusehen. Oh Gott! Es ist verrückt, Leute. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen wir und ich sehe schon die ersten Kommentare, die sagen, ach,
Das funktioniert eh alles nicht. Und ich denke mir so, okay, ja, wenn du das sagst, klar. Du wirst es wissen, ne? Du wirst es wissen, ja. Wenn nicht du, wer sonst? Ja, vielleicht habe ich auch Unrecht. Vielleicht ändert sich nichts. Und alles bleibt, wie es immer war. Weil das ist nämlich so eine Sache, die ich nämlich so... Wenn ich so darüber nachdenke, dann habe ich immer das Gefühl, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo wir davon ausgehen, alles zu wissen. Und darüber reden wir dann auch beim nächsten Mal, ja? Ich glaube, ich sterbe. Oh. Okay, und darüber reden wir dann morgen, über genau diesen Fakt, dass wir in einer Zeit leben, wo ich glaube, dass wir immer so davon ausgehen, dass wir so die Mastermind sind und wir alles wissen und wir in einer Welt leben, die so bleiben wird. Darüber morgen mehr. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne sehr viele Kommentare da, eure Gedanken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss!